Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Wir sind hier natürlich wieder in Planet Coaster 2. Und ich habe jetzt mal, ohne euch ein bisschen probiert, wie das rumgeht. Ich habe herausgefunden, wie man das bearbeiten kann. Wie ihr seht, habe ich hier die Schiene etwas schräger gemacht. Hier die Ecke auch. Bin aber noch nicht fertig. Für diejenigen euch, die das Problem auch haben und noch nicht wissen, wie es geht. Wir müssen das hier noch machen. Zeige ich euch das einmal. Da geht ihr einfach auf Bearbeiten. Und man kann hier mit gedrückter Shift-Taste die einzelnen Elemente anklicken. Und dann kann man hier schlicht und einfach das Ganze etwas schräger machen, was hier jetzt natürlich wieder nicht geht. Wofür Effekt? Okay, ich kann es nach außen ein bisschen drehen, aber... Ah, jetzt geht's. Jetzt geht's. So. Jetzt haben wir das Ganze ein bisschen schräger und fertig. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch einmal testen, das gute Stück. Gucken uns das an. Aber ich denke mal, jetzt wird das Ganze schon besser ablaufen. Testmodus. Wo haben wir jetzt Test hier? Wartung. Prestige. Ja. So, dann gehen wir hier einmal darauf. Wichtig ist jetzt wirklich die G-Kräfte und das. Die haben wir hier. So, dann bin ich mal gespannt. Hier oben ist er ja schon. Klar, hier beim Hof war nicht so. Jetzt dürfte das eigentlich nicht mehr ganz so extrem sein. Und den können wir sie auch öffnen. Dekonsum muss natürlich auch, das ist klar. Na? Obwohl es jetzt nicht so die krasseste Bahn ist. Im Park liegt viel Müll rum. Warum denn jetzt schon wieder? Ja gut, hier noch so ein bisschen. Aber guck mal, es ist nicht mehr ganz so extrem. Ist alles jetzt mal minus 0,3. Wasserpumpe ist im schlechten Zustand. Ach, guck mal, jetzt nur noch bei 2,0. Wie sieht es hier jetzt aus? 3,34. Ja, das ist schon okay. Denke ich. So, Test ist beendet. Test beenden. Zumindest meckert er jetzt nicht mal rum, dass es ja außerhalb der zugelassenen G-Werte ist. Also im Grunde genommen müsste sie jetzt so funktionieren. Wir öffnen sie jetzt mal. Preis muss ich gucken. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen billig. Wir probieren mal bei 5 Dollar. Okay, lassen wir erstmal auf 4,80. Ich bin, weiß mich nicht, wie viele Leute da bereit sind zu bezahlen. Das werden wir sehen. Wir werden auch Farbe und so anpassen, so ist es nett. Gegebenenfalls werden wir es ja auch ein bisschen länger machen. Ich glaube, Warteschlange lassen wir so kurz. Und wir sehen es ja da hinten, dass es nicht wirklich was bringt, eine längere Warteschlange zu machen. So, ich drehe hier einmal kurz die Geschwindigkeit ein bisschen zu hoch, um zu gucken, ob da Leute reingehen. Und gleichzeitig will ich mal gucken, wo hier das Müllproblem herrscht. Hier beim Schwimmbad. Na, dabei haben wir hier überall Mülltonnen. Oder? Haben wir nicht? Ich habe hier nicht eine Mülltonne, oder? Okay, gut. Kümmern wir uns gleich drum. Ich habe Mülltonnen vergessen. Ja, doch. Guck mal, jetzt gehen sie rein. Ja. Ein Träumchen. Hey, wie denken die Leute denn über unsere Bahn? Okay, 1%, ich habe immer noch zu viel Angst, aber nur 1%. Den Prozent können wir. Keiner findet es zu billig? Komm Leute, findet es zu billig. Das geht so nicht. Ich muss Geld verdienen. Kümmern wir uns hier einmal kurz um ein paar Mülltonnen. Hier sind sie. So haben wir Ressortmülltonnen bestimmt, ne? Mythologie, Planet Coaster, Ressortmülltonne hier. Ja, Mülltonnen sollte man natürlich bauen. Hier stellen wir auch nochmal eine hin. Ah, das ist das, was ich meine mit der Deko. Die laufen leider durch die Deko durch, wie man hier sieht. Das finde ich natürlich ein bisschen schade. Das war im ersten aber auch schon so. Ist jetzt kein Weltuntergang. Aber schön wäre es trotzdem, wenn sie das mal ändern würden. Die Leute dann nicht durchlaufen. Okay, ja, gut. Hier stellen wir auch mal eine Mülltonne hin bei der Rutsche. Schön. Hier beim Trockner stellen wir nochmal ohne hin. Okay. Hier können wir auch mal eine hinstellen für die Leute, die hier liegen. Bei der schönen Deko hier nochmal eine.
Ah, hier fehlen wirklich überall Mülltonnen. Das ist ja furchtbar. Da stellen wir nochmal eine hin. Hier geht nochmal eine hin. Mülltonnen vergessen. Wie kann denn sowas passieren? So, hier kommt noch eine hin. So, jetzt haben sie aber erstmal ein paar Stück hier. So, bis unsere Reinigungskräfte das im Griff haben, dauert allerdings ein bisschen. Wasserpumpe im schlechten Zustand. Wir haben dafür doch definitiv Techniker. Wie viele haben wir eigentlich? Lass uns mal kurz da googeln. Parkverwaltung und Personal. Wir haben 4 Hausmeister. Wir haben auch 4 Techniker. Die anscheinend... Okay, unsere Hausmeister sind sogar sehr zufrieden. Unser einer Animateur da auch. Hat Pause gemacht, geplant, repariert. Arbeitet in Mechanikerwerkstatt. Eigentlich haben wir genug. 2 Stück suchen ja sogar nach Arbeit. Gut. Auf jeden Fall. Das Ding... Na gut, so viele sind hier jetzt nicht so viele Gäste, aber komm schon noch. Sie gehen auf jeden Fall rein. Das Ding ist ja auch noch nicht wirklich dekoriert, ne? Wie sieht's denn hier aus? Verbraucht der Strom? Szeneriebewertung gerade mal 17%, siehst du mal? Das kriegen wir hin. Dafür müssen natürlich erstmal mehr Gäste kommen. Wir sind aktuell über 1233. Der Tag ist wieder vorbei, ne? Ja, man sieht's, hier kommen gerade keine neuen raus. Das passiert ja einmal am Tag. So, hier bin ich mal überlegen, hier so auf jeden Fall noch ein bisschen Wikinger-Setting. Und ab hier dann nachher so schon halbe-halbe. Und hier muss ich mir auch einmal kurz was überlegen. Weil hier ist halt wieder in der Luft. Da die Dinger ja unter dem Weg verschwinden. Müsste mal was gucken. Wenn ich da unter, kam ja dieser schöne Stempel. Mach mal so klein wie möglich. Frage ist nur, ist das jetzt unter der Bahn? Wenn schon wieder auf Abriss, ja? So, Stempel. Sollst du abreißen, mein Freund? Eigentlich wollte ich hier unter jetzt. Aus irgendeinem Grund tut das nicht. Arbeitshöhe. Wieso reißt er das nicht ab? Ich bin noch am Abriss. Wegpool, extra Szenerie, Wege. Mach mal kurz an. Nein, nein, nein. So wollte ich es nicht. Eigentlich wollte ich nicht. Es kann sein, dass es hier nicht geht, weil wir hier eine große Fläche gemacht haben. Das ist natürlich schade. Weil eigentlich wollte ich hier schlicht und einfach nur so ein kleines Quadrat da unter wegmachen, um zu gucken, ob da jetzt diese Achterbahnstützen entstehen. Aber das kann sein, dass es daran jetzt nicht liegt, weil wir hier ja ganz schön rumgefrickelt haben. Müsste ich mal ausprobieren, ob das überall so ist. Zum Beispiel. Scheint so. Woran liegt das? Es geht mich nirgends hoch. Das dürfte gehen, aber Stempellöschwerkzeug geht nicht. Okay, anscheinend... Das Spiel hat da manchmal so ein paar kleine Bugs. Ist schon etwas merkwürdig. Ja, guck mal, der lässt sich ja nicht mal größer stellen. Oder liegt das da dran, weil... Okay. Warum auch immer, war der gute unterirdisch. Thema erledigt. So, du sollst genau auf Null... Ja, das Spiel, muss ich zugeben, hat noch ein paar kleine Bugs. So, mach das Ding mal wieder clean. So, jetzt genau hier unter. Ja, jetzt geht's, aber es ist nicht da unter. Jetzt hier natürlich hier genau da unter zu finden. Das ist schon... Okay, aber das ist doof. Es geht zwar, da stand eben der Pfosten. Das kann ich nicht machen. Das konnte ich partout nicht machen. Aber er macht das auch nicht über Deko rüber oder so, ne? Ah, dann lassen wir es so.
Wie gesagt, ich hätte das gerne, dass die Eisenbahnpfosten oder die Achterbahnpfosten, wie hier zum Beispiel bei der Rutsche, mitten auf dem Weg stehen. Geht leider nicht. Und hier so ein Stück rausmachen, kann ich nicht machen, dann kommen wir da nicht mehr hin. Aber Müll wird langsam besser, das ist jetzt kein Problem. Die wird benutzt, zumindest zum Teil, da kommen gerade Leute raus. Wichse schnell, zumindest sind sie nicht mehr am Meckern. Ah, hier werden schon noch Gäste kommen. Ah, guck mal, hier kommen gerade die ganzen Neuen rein. Liegt wahrscheinlich aber auch am Regen. Die Cube hat ein technisches Problem. Weil das haben wir hier auch immer. Hier stehen auch nur relativ wenig. Bei Regen fahren die halt nicht so viel Achterbahn. Guck mal, der Pool ist auch recht leer. Passt alles. Nichtsdestotrotz, dann frage ich mich, dann bin ich kurz überlegen, wie ich das hier am besten mache. Ziehe hier erstmal so einen Weg lang. Versuche den hier so dicht wie möglich an der Kante lang zu kriegen, damit wir hier unsere Oase fertig kriegen. Und wir müssen hier ja auch dekorieren. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up a love, friends, fill up the car till it bends because we wanna. We wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. The night is in young, don't need anybody else. Jetzt mal versucht, hier den Eingang so ein bisschen zu dekorieren. Das Ganze hier so ein bisschen, das ist so aus, als wenn es zusammengehört, so ein bisschen naturgemäß, wie es zu den Wikingern passt. Das ist auch irgendwie so eine Wikinger-Deko. Sieht aber eigentlich schon ganz cool aus, wenn sie hier in der Kurve direkt am Stein vorbeibrettern. Klar, die kriegen ein paar Blätter ins Gesicht, aber da müssen sie durch, wenn sie bei uns im Park sind. Ansonsten, ich bin noch nicht hundertprozentig fertig. Mir gefällt das hier noch nicht, dass es so ein bisschen in der Luft steht. Das Gleiche habe ich ja auch versucht, hier so ein bisschen zu verstecken. Dass das Ganze so ein bisschen naturbelassen aussieht. Natürlich muss es hier noch weitergehen. Wir müssen die ganze Attraktion noch machen. Wir werden aber noch ein paar Hügel und so dazu machen. So ist es nicht. Aber Stück für Stück. Ne? Also das ist wirklich alles ein riesen Zeitaufwand. Aber macht echt tierisch Spaß. Also das kann man nicht abstreiten. Ich muss nun zwischendurch hier halt auch mal ein bisschen, ja, die Pumpe mal wieder. Gut. Ich glaube, wir haben nicht mehr genug überall viel Personalmitglieder. Außer diese Verkäufer hier. Ich glaube, davon stellen wir nochmal 2, 3 ein. Dass wir wirklich genug da haben. Außerdem haben wir auch nur wirklich das eine Personalgebäude hier hinten. Ich meine, das ist zwar ein großes, wo 16 Leute reinpassen. Einer ist nur drin. Mir ging es aber jetzt eher darum, die haben schon mittlerweile einen riesen Laufweg, ne?
Also... Da müssen wir was tun. Aber Viva ist zumindest im Wikingerbereich. Ziel, das Ganze ein bisschen naturbelassen zu bauen. So wie hier so in dem Dreh. Haben wir da ja auch schon gemacht bei der Bahn. Stück für Stück. Aber die Bahn ist relativ beliebt. Also da fahren die ganze Zeit Leute mit. Wie sieht denn hier mittlerweile die Szenerie aus? Guck mal, jetzt ist sie auch billig. Na guck mal, jetzt haben wir die Szenerie aber auch schon auf 70% und ich habe nur hier vorne die Warteschlange ein bisschen gemacht. Mehr nicht bis jetzt. Denn wenn wir sie teurer machen, billig gibt's hier nicht. Boah, drehen wir erstmal auf 5,30. Wir müssen ja ein Stück für Stück bei. Auf einmal haben die Leute ihren Spaß damit. Das ist doch schon mal was Schönes. Guck mal, das hier gefällt mir hier auch noch nicht so. Ja, gut, sie laufen durch. Ja, gut, das lässt sich leider nicht wirklich verhindern. Ist eigentlich schade. Aber wir können eigentlich erstmal wieder in die Forschung gucken. Da sind wir, schon einiges nicht gemacht hier. So, Achterbohnen. Holzachterbohnen. Hier. Wie viele Punkte haben wir denn? 75.000. Wasserachterbahnen. Kettenliftachterbahnen. Achterbahn mit alternativen Lift. Hängende Achterbahn. Abschlussachterbahn. Hier gibt es wohl einiges. Oh gut, ich will jetzt nicht alles an Achterbahn. Schienenfahrgeschäfte. Schienenfahrgeschäfte mit Antrieb. Achso, mal wie Go-Karts und Zug und so. Schienenwasser, ah, das sind die Wasserbahnen. Und dann Schienenfahrgeschäfte Spezial. Die sehen wirklich sehr merkwürdig aus, aber... So, unterirdische Quelle. Wasserturm. Was, Strom? Solarzelle klein? Ich weiß nicht, ob wir die wirklich brauchen, aber wir werden sie mal mit erforschen. Danke. Transport, Single-Decker-Bus, Vorgeschäfte, haben wir auch schon vieles. Ebene Fahrgeschäfte, drehen zwei. Nehmen wir mal mit. Und dann brauchen wir jetzt erstmal wieder Forschungspunkte. Aber im Großen und Ganzen, bis auf die Schwimmbecken 2 ist nicht sauber. Oh, wenn es mit dem Vergleich. Schon leicht trübt das Wasser, ne? Ja gut, weil unsere Pumpe hier. Abzug für Bedingungen 65, verbrauchtes Wasser 54. Oh gut, das erklärt so einiges, ne? Vielleicht sollten wir hier mal irgendwo versteckt noch eine Wasserpumpe bauen. So ein bisschen in die Büsche rein oder so. Dort steht Boris Service-Gebäude. Hier, yeah, also ein Wasserfilter sollte ja ausreichen. Wäre vielleicht nicht die schlechteste Idee. Fällt der auf hier drin? Problem ist, was soll ich denn hier anschließen bei dem Pool? Ah. Kommt den mal daran? Zumindest ist der jetzt mit im Bereich. Ich dachte wirklich nur die Rutschen brauchen das. Fällt er da auf? Nicht wirklich. Gut. Ja, dann hoffen wir mal, dass das Wasser hier wieder sauber wird, ne? Kann das so nicht bleiben. Ich meine, Wasser 2 von 3. Das ist sauber. Das ist, naja, naja, naja. Das ist immerhin ein Anfängerschwimmbecken. Ne? Ihr wisst ja, die Kinder, die machen auch gerne mal ein bisschen Wasser lassen und so. Da passiert das mal. Mach das Ding sauber, aber Dalli. So, aber gucken wir mal allgemein. Stimmung ist 1 von 10. Warum? Also, wenn ich das so sehe, sind fast alle grün. Bis hier auf ein paar einzelne Jaulbacken. Gut, die Bahn wird langsam richtig voll. Schön. Großen und Ganzen sind die doch alle zufrieden hier. Sogar die im verseuchten Becken sind zufrieden. Was will man mehr? Unterhaltung ist eigentlich auch gut gegeben. Klar, ein paar haben immer was zu meckern. Das ist aber auch in der Realität. Das passt aber. Hunger? Also Essen haben wir eigentlich genug. Ja, der größte Teil ist auch satt. Okay, Durst. Da haben wir eigentlich auch genug. Alleine schon beim Schwimmbecken sind jede Menge. Toiletten. Ja gut, Toiletten. Haben wir überhaupt eine Toilette? Das ist eine gute Frage. Habe ich schon mal irgendwo ein Klo gebaut? Ich meine ja. Auch wenn ich nicht mal weiß, wo das ist. Das ist eine gute Frage. Haben wir eine Toilette? Ja, hier beim Schwimmbad bestimmt. Ja, hier ist auch, muss auch keiner aus Örtchen. Ich glaube, darum sollten wir uns mal kümmern, um die Toiletten. Übelkeit,
Ist eigentlich größtenteils gegeben mittlerweile hier ein bisschen, aber es kommt von dem Ding, weil sie da gerade rauskommen. Hier bei unserer Bahn ist alles ein bisschen zur Ordnung. So, ein Gästeerlebnis, Energie. Ach so, wie fit die sind. Ja gut, Schwimmen ist anstrengend. Aber es geht größtenteils. Panik? Wieso habt ihr da Panik? Dann fahrt da nicht mit, wenn ihr das nicht abkönnt. Luxus. Ja gut. Luxuriös ist hier bei uns im Park noch nix. Noch nicht, nein. Und Sonnenbrände? Hat niemand. Ja, notfalls ins Wasser hüpfen, der lüftet schon. So, ich will noch einmal kurz vom Wasser gucken. Wasser, 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 was haben wir? Personal, Strom, Strom, Luft. Ja, ist überall gegeben. Wasser, naja, ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis das hier da jetzt gereinigt wird. Wird wahrscheinlich ein Weilchen dauern, da bin ich mir ziemlich sicher. Wassersauberkeit, ja. Steht hier vielleicht irgendwie ein Tipp? Ich meine, Wasserfilter ist ja schon da. Und ansonsten Gewinn? Okay, die beiden, das ist hier Trinken und Essen, ne? Die machen jetzt, obwohl Gäste da stehen, aktuell noch kein Gewinn. Geht nicht genug. Eigentlich macht keiner meiner Buden Gewinn. Nö, bis auf die da. Das sind Toiletten. Okay, die Toilette macht Gewinn. Aber ansonsten, eine Toilette habe ich im ganzen Park. Und Szenerie. Blau ist gut, rot ist nicht gut. Ja gut, das ist unser Personalbereich, das ist nicht so wichtig. Aber ansonsten... kann man sich auch nicht beschweren, ne? Überall Szenerie vorhanden, größtenteils. Klar, aber hier ist auch noch nicht fertig. Hier fehlt noch. Hat sogar größere Wirkung, die Szenerie. Reinigung erforderlich. Ja. Gut, aber größtenteils geht's auch, ne? So, und Bedingungen. Ja, gut. Der geht langsam in den dunkleren Bereich. Der müsste mal repariert werden. Aber ansonsten... Lüft eigentlich. Ich hoffe nur, wir kümmern uns gleich ums Klo. Dass das Wasser wieder sauber wird. Ich meine, wir können die Kinder da ja nicht ständig im dreckigen Wasser schwimmen lassen. Ich bin auch überlegen, ehrlich gesagt, eine neue Wasserpumpe zu bauen. Das ist, die wird ja so selten gewartet. Ich glaube, das machen wir auch. Ein Moment. Den gebe ich auch mal kurz auf die Mitarbeiterwege. Einmal auf Zeug nennen. So, wir bin schon richtig, mein Freund. So. Willst du nur ein Tickchen größer haben? So. Kann hier nicht gebaut werden. Warum nicht? Außerhalb des... Okay. Der ist ja schon wieder... Das hatte ich vorhin schon auch ein paar Mal. Das habt ihr im Zeitraffer bloß nicht gesehen. Er springt irgendwie immer in die Luft. Okay, jetzt geht's auch. Gut, dann bauen wir hier so eine Wasserpumpe hin. Also der Weg, den macht er immer nach oben, warum auch immer. Wasserfilter nicht. Wasserpumpe. So, anschließend müssen wir die ganze natürlich auch. Wasserleitung. So, dann hoffen wir es mal. Die Abzugverbedingungen 0, verbrauchtes Wasser 120. Die verbraucht mich nur 54, weil sie da nicht mehr so ganz fehlerfrei arbeitet. Ah, guck mal, hier, wieder sauber. Ja, schön, oder? Sieht aber immer noch recht trüb aus. Nö, ist nicht sauber. Das Problem ist halt, das habe ich noch nicht so ganz begriffen. Ich weiß nicht, wie, wie viel Wasser wir brauchen. Egal wie viel Pumpen ich baue, er braucht immer die maximale Menge. Wasserfilter 74 von 74. Hm, sind das die Filter, die anzeigen? Junge, gib mir mal die Filter her. Danke. Gebäude in Reichweite 2. Kann aber auch sein, dass ich hier eine Rutsche reinbauen muss, ne? Die angeschlossen sein muss. Das ist auch möglich.
So, ich wollte keinen Pool selbst erstellen. Ich wollte nur ein kleines Rütschchen. Poolzubehör. Die haben wir hier, ne? So, was haben wir denn hier? Wow, 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 wow. Die ist aber echt... Man, die wäre schon cool hier, aber die ist echt für so ein Kinderbecken ein bisschen groß, ne? Ja, ist schon besser. Wurde eh schon besser. Hier so. Ja. Dass die Treppe passt. Dann öffne das gute Stück. Gut, erst testen. Danke. So, der mach auf. Dann haben wir hier auch noch eine kleine Rutsche stehen. Und da können wir dann jetzt mal kurz gucken. Servicegebäude wollte ich hin. Wasserrohr ist angeschlossen. Wird das jetzt sauber? Wenn wir sehen, ne? Schwimmbecken 2 ist nicht gerade sauber. Ja, das wissen wir doch. Aber mehr als die Wasserfilter hinbauen kann ich ja nicht tun. Filterung. 30%, 23% pro Stunde. Poolverschmutzung. Filterrate 24 Stunden, Poolverschmutzung 2 Stunden. Verbundene Filter, Filter 3. Ach so, das ist die Zeit, die er braucht. 72 Stunden, um das zu säubern. Das heißt, er ist dabei. Ah, okay, ja, dann wird es ja auch wieder sauber. Dann ist es ja nur nicht mehr so das Problem. Aber wie gesagt, das ist auch noch nicht ganz fertig. Ich will hier noch den Zaun rum haben. Hier hinten. Hier will ich einen Eingang offen lassen, damit sie hier rein können. Das sieht mal noch ein bisschen zu leer aus. Hier geht der Zaun ja auch noch weiter. Nur, dass hier halt noch ein bisschen mit reinkommen. Und wir müssen uns jetzt erstmal um die Toilette kümmern. Ich habe nicht eine Toilette hier gebaut, oder was? Doch, da ist eine. Da hinten ist eine. Hier hinten wäre vielleicht ein Toilettchen nicht schlecht. Das wäre nicht verkehrt hier. Die Musik, schön. So, den machen wir mal kurz hier. Wir brauchen definitiv erstmal die Baupläne. Und den. Auf über die Servicegebäude, aber... Thema Natur Resort. So, einmal ganz kurz gucken. Ach, das ist Laden. Das ist Servicegebäude. Das ist Servicegebäude, ne? Ja. Gut, den. Also hier nicht drüber stehen. Hier soll später der Zorn lang. Ja, hier sieht es nämlich ein bisschen leer aus, das passt schon. Vielleicht noch ein bisschen zu gerade das Ganze. Ein bisschen schräger. Und dann nochmal ein kleines Tickchen nach hinten. Na, okay, ich werde es hier ein kleines Stück erweitern müssen später. Weil ich will auch nicht, dass es zu dicht am Becken steht. So, und den hauen wir hier nämlich jetzt einfach das schöne Lukus rein. Da. Gesagt. Und hier geht der Weg noch ein bisschen weiter. Hier unter kommt noch Deko. Ich bin mir hier noch nicht so ganz sicher. Ich werde hier auf jeden Fall noch wahrscheinlich... Hier kommt noch ein Berg hin. Ich will hier aber so eine Einbuchtung rein haben. Wo wir noch Sitzbänke und sowas hinstellen können. Das Ganze hatte ich hier auch vor. Deswegen habe ich es hier ein bisschen weiter auseinandergestellt. Da können wir jetzt nochmal gucken. Da gehen wir jetzt nochmal bei Szenerie. Und natürlich auf Selbst erstellen. Und einmal auf Weg Extras. Warte mal, so muss ich hier raus. Ich gehe allgemein mal rauf. So, ich wollte hier eigentlich nur gar nicht zu dicht zusammen. So, das hier soll schon der Weg bleiben. Ich wollte, dass die Leute hier auch so eine kleine Sitzecke haben. Natürlich müssen Schirme da rauf, sonst kriegen die uns irgendwann Sonnenstich. Das ist hier eine gute Idee. Ist das auch Wikinger? Boah, würde ich sorgen. Sieht zumindest nicht schlecht aus. So. Ew, das ist eigentlich schon ganz gut. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Vielleicht baue ich hier noch einen hin. Hier dann so einen kleinen Zaun an der Kante lang. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das dann mit Effekten und so hin, dass ein bisschen Geröll runterkommt oder so. Vielleicht werde ich es hier auch noch... Da bin ich aber noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall muss das noch ein bisschen dekoriert werden.
Da fällt mir definitiv noch was ein. Hier ist ja unglaublich viel möglich. Also daher... Naja, und ob das klarer wird, davon sehe ich nicht viel. Keine aktuellen Gedanken, Prestige. Ah, 38%, also er ist dabei. Er schafft 21% pro Stunde. Frühverschmutzung 7 Stunden. Doch war vorher aber mehr. Aber ich glaube, er kriegt das gefiltert. Das dauert eine Weile. Was zeigt er denn hier an? Ach, guck mal, Filterung 25% pro Stunde. Poolverschmutzung 23 Stunden. Ah, so schnell wird er schmutzig. Und das ist das, was er reinigt. Und hier? Da macht er 8% pro Stunde und reinigt 27 pro Stunde. Also das Ding müsste er sauber kriegen, definitiv. Dauert bloß ein Weilchen. Okay. Hier werden wir weitermachen. Die müssen wir noch dekorieren. Wir müssen unseren Eingang endlich mal vernünftig machen. Wir müssen uns auch um die Mitarbeiter kümmern. Aber Stück für Stück... Und wie ich schon sagte, so ein bisschen Natur belassen. Ich meine, wir haben ja noch jede Menge Platz. Na, das geht, glaube ich. Man sieht die Grenzen gerade nicht, aber ich glaube, das geht bis hier so hin. Bin noch überlegen, hier noch einen kleinen See reinzubauen. Warum eigentlich nicht, der hier so ein bisschen unter der Bahn durchgeht, wo man auch noch so ein bisschen Vikingermäßig und so hinstellen kann. Es ist zwar klein bis jetzt, aber eigentlich gar nicht mal so schlecht. Besonders das hier gefällt mir gut. Auch wenn es noch nicht ganz fertig ist. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi!